Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, beim letzten Mal bin ich ja schon so halb ein wenig ins Chaos versunken, habe mich da vielleicht auch ein bisschen, ja, blöd angestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war ja dann auf einmal irgendwie so viel und ich habe hier was gemacht und da was gemacht und irgendwie war auf einmal gar kein System mehr in der ganzen Geschichte drin. Aus dem Grund werden wir das jetzt versuchen, ein bisschen systematischer zu machen, denn ich habe mir überlegt, dass wir erstmal gucken, dass wir das ein oder andere abschließen. Und danach dann uns mehr auf die Restarbeiten konzentrieren. Denn alles gleichzeitig, da müssen auch die Helfer so ein bisschen viel warten. Und das ist nicht unbedingt immer das Optimale. So, hier warten wir nicht direkt. Da gehen wir aber gleich wieder zurück. Denn ich möchte natürlich schauen, da haben wir unseren Mais, wo haben wir unseren Mähdrescher, der ist hier. Denn hier möchte ich natürlich gucken, dass wir das nächste Feld in Angriff nehmen. Die Einsaat läuft hier auch noch nicht ganz, sondern das Grubband, das können wir aber auch dann gleich starten. Nur wir behalten jetzt, glaube ich, erstmal so die Sachen im Auge, die jetzt, sagen wir mal, am wenigsten Restarbeit übrig haben, dass wir mit denen zuerst fertig werden. So, das heißt, wir gehen erstmal hier entsprechend an die Ernte ran. Da haben wir noch ein bisschen Platz im Case. Das heißt, der kann ja dann erstmal ganz genüsslich in Ruhe laufen. So, dann sind wir bei dem Feld soweit dabei. Hier gehen wir. Ach, ich bin immer auf dem falschen. Ich muss ja hier hin. Den schmeißen wir an, damit er weiter grubbern kann. Kurz gucken, wie sieht's aus. Ja, der steht eigentlich ganz okay. So, das läuft. Hier machen wir entsprechend jetzt erstmal für den Kartoffelernter ein bisschen Platz. Dann ist das nämlich auch soweit schon mal okay. Hier aber die Zündung wieder aus, weil ansonsten wird das ein bisschen ja, kostspielig. So, hier entsprechend auch den Helfer wieder rein. Damit läuft das hier ebenfalls. BGA brauchen wir uns jetzt, glaube ich, erstmal noch um nichts zu kümmern. So, hier machen wir die Zündung wieder an. Drehen den aber gleich am besten noch in die bessere Position. Dann können wir nämlich hier gleich durchstarten. So, gehen wir hier auf die Ecke. So, setzen hier mal den Helfer rein und können ja dann hier im Prinzip gleich auch mit dem Häcksel-Transportwagen weitermachen. So, denn das möchte ich heute fertig kriegen. Denn wir sind eigentlich soweit ganz gut schon dabei. So, gucken, ob er mich schon findet. Jawohl. So, Delle. Na, das schaut doch jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Einmal hier nebendran fahren. So, dann die Fahrstufe 4 für das Parallelfahren und schon haben wir das doch alles ganz geschmeidig hier im Laufen. Das Einzige, was glaube ich jetzt noch fehlt, ist dann hier unten der Grubber noch, den zu starten. Da können wir aber dann gleich gucken. Im Moment wäre es noch ein bisschen verfrüht, weil wir müssen ja hier das Feld Nummer 6 erstmal noch ein bisschen häckseln. Ja, mit dem Häckselgut kommen wir sehr gut voran. Das wird für die BGA dann wieder gutes Geld bringen. Denn wir wollen natürlich auch schauen, dass wir da baldmöglichst an unseren Big X rankommen. Ich denke mal, nach dieser großen Ernte und der Vielzahl von geernteten Litern müsste das dann ohne Schwierigkeiten laufen. So, wieder eine Spur fertig. Also hier kommen wir ganz gut voran. Ich versuche jetzt mal über die Fahrstufe 4 langsam zu drehen. Mal gucken, ob das so passt. Der muss jetzt noch ein Stück zurückfahren. Das wird eng. Nee, das wird zu eng. Reicht leider nicht. Müssen wir dann doch hier so neben wieder dran fahren. Aber auch kein Problem. So. Ja, so sieht das gut aus. Feld 7 übrigens auch schon wieder im Wachstum. Das ist schon mal richtig schick. Da kommen wir jetzt auch ganz gut voran. Ja, und das ist immer so die eine Feldgruppe, glaube ich, wo ziemlich viel auf einen Schlag läuft. Das jetzt allerdings noch zu trennen, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob das sinnvoll wäre, vielleicht irgendwas auf eine andere Wachstumsstufe zu verschieben, sozusagen. Bringt eigentlich nicht viel, da wir ja uns später auch feldtechnisch erweitern wollen und da kommt das dann sowieso automatisch, ne? Dass wir dann viele Sachen gleichzeitig erledigen müssen. So, jetzt werden beide unsere Mähdrescher voll. Das heißt, da werden wir natürlich dann erstmal ein bisschen abtanken und da ein bisschen voranzukommen, gehen wir erstmal zum Kartoffelernter. Der steht nämlich schon. So, und der ist aber auch gut dabei. Das heißt, wir können jetzt auch hier den Gruber langsam starten, um dann entsprechend die Neueinsaat der Kartoffeln schon mal vorzubereiten. So, hier fahren wir erstmal drunter. So, noch ein Stückchen. So, wunderbar. Während der abtankt, gucke ich mal, ob ich hier unseren kleinen Hüpfer erreiche. Und da ist er. Ha, perfekt, auf Anhieb gefunden. So, denn der wird auf alle Fälle eine ganze Zeit brauchen. Und dann können wir nämlich hier schon mal den kleinen losfahren lassen, damit er das Feld einfach wieder neu vorbereitet.
So, und dann gab es noch eine Idee, nämlich ich soll doch vielleicht den Kuhbestand ein bisschen aufstocken noch und mich mal wieder um die Fertigmischung, sprich also um die Mischration kümmern, denn das würde mehr Mist bedeuten und wir könnten dann ja auch dort unten beim Kuhstall bei den Feldern eher auch mit dem Miststreuer wieder arbeiten, dass wir immer Nachschub haben. Finde ich gar nicht schlecht, den Gedanken. Kümmern wir uns dann drum, wenn ich mal sagen würde, wenn wir hier, oh, zu früh ausgeklappt, wenn wir dann hier im Prinzip so diesen Zyklus durch haben und dann ein bisschen mehr Ruhe, weil im Moment ist es einfach zu hektisch, da jetzt noch was anzufangen. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal ganz gechillt hier weiterkommen. So, das ist in Ordnung. Der ist voll, das heißt, da ist es gut, dass wir jetzt schnell geguckt haben. Dann können wir den nämlich gleich zum Silo fahren, zum Abtanken. Und ja, Körnermais ist auch voll, da ist es aber noch nicht ganz so tragisch. Denn das ist ein kleines Feld, das kriegen wir dann noch locker hin. Und ihr seht schon, es geht richtig rund. Wir haben also jetzt hier 5 Helfer im Einsatz. Ja, das ist dann mal so richtig Landwirtschaft im großen Stil, ne? Und wir haben noch nicht mal alle Felder. Das ist ja das Ziel, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Da bin ich mal gespannt. Das wird, denke ich mal, dann richtig aufwendig. So, dann fahren wir erstmal hier genüsslich wieder zurück. Ja, am besten ein bisschen stärker einlenken, dass wir hier erstmal da anständig rankommen. So, ich glaube, so sieht das eigentlich schon mal ganz gut aus. Dann lassen wir den hier schon mal abarbeiten. Hier oben sieht es auch okay aus. Wir sollten aber jetzt erstmal schauen, dass wir hier vielleicht abtanken noch. Gucken, was hat er vom Feld gemacht. Wow, schon fast das halbe Feld erledigt. Das ist mal richtig gut. So, und ich fahre mal hier in die, ja, berühmte Traktorspur rein. So. Und dann können wir den hier nämlich auch gleich abtanken. Ich denke mal, der dürfte das Feld hier dann, ja, fast fertig kriegen. Der hat schon so gut wie die Hälfte. Und ich denke mal, das kriegen wir auch komplett in den Kipper dann rein, hoffe ich. Müssen wir da mal schauen. Obwohl, nee, das wird eng. Dann müssen wir wahrscheinlich sogar zwischendrin dann nochmal abtanken. Oder wir haben vielleicht sogar das Glück, dass wir einen Teil davon hier reinkriegen und den anderen Teil dann einfach im Mähdrescher drin lassen, weil den fahren wir sowieso später wieder zum Hof. Aber das sehen wir dann gleich. Ja, wird eine enge Geschichte. Also voll wird er jetzt noch nicht, aber die Frage ist, reicht es für den Rest oder noch nicht? Das müssen wir uns dann mal anschauen. So. Wunderbar. Dann auch hier die Zündung wieder aus. Wir gucken hier mal schnell. Die Einseite hier ist auch schon fertig. Gut, wir müssen aber dann dafür erstmal häckseln. So, hier oben, der Farmol ist fleißig zugange. Das heißt, wir machen erstmal hier weiter. Ob Motor ausgeschaltet, ja. Spritspar-Fanatiker. So, und wir gucken jetzt erstmal, dass wir vielleicht hier das schon mal zum Ende bringen. Dann brauchen wir hier nicht aktiv mehr fahren. Weil das ist auch nicht mehr allzu viel, würde ich sagen. Dürfte vielleicht noch maximal 2 Spuren plus den Rest geben. So, müssen wir gerade hier anständig einfädeln. So, Fahrstufe 4 und schon sieht das richtig gut aus. Und ja, einmal ausleeren müssen wir den Häcksel-Transportwagen auf alle Fälle. Das heißt, wir können dann auch die BGA soweit schon fertig machen gleich. Und dann das Ganze gären lassen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Denn ja, wir brauchen jetzt auch ein bisschen Dünger gleich. Da wird dann mindestens ein großer Wagen mit Gülle wieder drauf gehen. Na, das sind 32.000 Liter. Und von daher ist gut, wenn wir dann bald wieder entsprechenden Nachschub haben. So, und ich sehe gerade, der Kartoffelernter ist schon gleich wieder voll. Dann machen wir hier nämlich wieder dasselbe Spielchen. Das heißt, wir fahren hier wieder ein Stück vor, machen die Zündung aus. Und während der dreht, kümmern wir uns dann dementsprechend hier um die Kartoffelernte. So, abgetankt haben wir ja schon. Das heißt, wir können jetzt ganz beruhigt mit dem leeren Kipper dahin fahren. Das ist schon mal super. So, und hier können wir auch sehen, wow, der kleine Farmol, der macht schon richtig Zucht hier. Der kommt doch gut voran. So, wir schauen mal, was wir denn jetzt an Kartoffeln noch zum Ernten übrig haben. Allzu viel ist es jetzt nicht mehr. Sieht ganz gut aus. Und jawohl, er dreht sogar in die richtige Richtung. Das ist natürlich noch besser. Ja, bleibt ziemlich gut stehen. Müssen wir mal gucken, ob wir uns dann auch so platzieren, dass er danach automatisch weiterfahren kann. Nicht, dass er durch die Drehung sich vielleicht noch blockiert fühlt. Und dann machen wir das mal so, dass wir hier ziemlich weit vorfahren. Dann müsste das eigentlich funktionieren. So, wunderbar. Und ja, wir hier weiter am Häckseln noch, beziehungsweise im Häcksel-Endspurt jetzt so langsam.
So, der Case mit dem Körnermais ist bei 54%. Das sieht also eigentlich ziemlich entspannt aus. So. Und jetzt ist der Häcksel-Transportwagen voll. Das ist natürlich jetzt doppelt cool. Wir sind jetzt ganz hier hinten. Da versuche ich mal hier hinten an dem Büschen vorbeizufahren. Ich hoffe, das klappt jetzt. Nicht, dass wir da in dem Maisgebiss hängen bleiben. Nö, das sieht gut aus. Und so wie es aussieht, dürfte das auch die letzte Spur sein. So, hier ein klein wenig ausholen. Denn so einen kleinen Wendekreis haben wir nicht, dass wir hier einfach schnell in die Ecke fahren können. Voilà. Dann das Ganze hier schon mal abgeben. Ich denke mal, das kriegen wir jetzt noch einmal auf den linken. Da müssen wir jetzt nur mit dem Hinfahren, also mit dem Auffahren auf das Silo vorsichtig sein. Weil, war ein bisschen so ein bisschen schräg, damit es nicht unnötig viel Prozente gibt. Das hat schon mal gut geklappt. Und ihr seht, wow, der hoppelt ganz schön. Gehen wir auf die Fahrstufe 1, kippen das gleich aus. Ja, der hat ganz schön zu kämpfen jetzt hier oben drauf. Ja, verdichten müssen wir es auch noch. Ihr seht es gerade, wir sind bei 49%. Aber was natürlich klasse ist, wir haben jetzt hier schon über 120.000 Liter. So, und ich versuche mal hier ohne Schaden runterzufahren. Das hat auch geklappt, wunderbar. So, und da sind jetzt 141.000 Liter drin. Also das ist doch mal eine Ansage. Und hier drüben, ja, sieht es auch ganz gut aus. Da können wir jetzt den Rest noch reinpacken. Aber auch vielleicht am besten so ein bisschen schräg rein. Ha, klasse, auch hier ohne Schadensprozente. Ja, so langsam habe ich den Dreh raus. So, dann werden wir auch hier gleich noch ein bisschen eintanken. 80% Verdichtung hier. Hängt natürlich auch damit zusammen, weil wir hier deutlich weniger drin haben. Aber zumindest sieht das schon mal ganz cool aus. So. Und hier können wir jetzt mal was ganz Raffiniertes probieren. Dann brauchen wir vielleicht gar nicht so hin und her rangieren. Wir versuchen nämlich jetzt ganz einfach mal hier rückwärts ranzufahren. Weil muss ja nicht immer dann vorwärts nebendran stehen. Wenn wir das hier so hinkriegen, dass er uns dann in Reichweite hat, müsste das eigentlich auch weiterlaufen. Mal gucken. Jawohl. Das Abtankrohr kommt gerade rüber und jetzt kann es weitergehen. Wunderbar. Dann kriegen wir das nämlich hier heute zumindest schon mal fertig. Von der Textur sieht es jedenfalls so aus, als ob wir keine weitere Spur fahren müssten. Ja, aber es kommen wenigstens noch ein paar tausend Liter rein. So. Gut, ja, und ich sehe gerade, unsere Zeit neigt sich langsam auch schon wieder dem Ende. Ja, Kartoffeln können wir vielleicht gleich nochmal abernten. Da gucken wir mal rein. Aber erstmal machen wir das jetzt hier fertig. Dann können wir in der nächsten Folge nämlich den Grubber starten und die Sämaschine hinterherjagen. Vielleicht hier oben auch schon düngen. Weil dann haben wir ja sozusagen die Parallelfahraufgaben erledigt. Ja, Helfer ist durch. Perfekt. Das heißt, hier sind wir also mit der Häckselei fertig. Können dann dementsprechend uns hier auch auf BGA-Silo noch konzentrieren. Das Ganze verdichten und abdecken, damit wir Dünger und Geld wieder reinkriegen. Ne? So. Ja, Kartoffeln sind voll. Die lassen wir jetzt aber auch voll. Weil das wird heute wahrscheinlich dann knapp werden. Dann räumen wir lieber hier die eine Ecke auf. Dann haben wir da ein bisschen mehr Ruhe. So, hier das fahren wir jetzt noch ab. Ah, da wird es natürlich jetzt noch ein bisschen buckelig. Wahnsinn. So, jetzt versuchen wir das hier natürlich im Durchfahren noch ein wenig zu verdichten. Aber ich werde mich jetzt hüten, hier mit dem Traktor hin und her zu fahren. So, und da habe ich jetzt eben nicht aufgepasst. Das heißt, ja, 40% am Frontgewicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dann machen wir das mal ganz einfach. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal hier ein bisschen die Werkstatt. So, und lassen das mal kurz in Ordnung bringen. Die Reparatur geht ja eigentlich ziemlich schnell. Da reicht es ja auch, wenn man so reinfährt. Ihr seht selbst, das läuft eigentlich ziemlich gut. So, in der Zeit können wir dann den Farmol mal enthelfern sozusagen. Weil der hat für heute seine Arbeit erledigt. Kartoffelernte ist auch fast durch. Das sieht schon mal richtig gut aus. So, und wir gucken mal gerade auf die Prozente hier. Das sieht schon mal ganz okay aus. Ihr seht auch, das kostet nicht ganz so viel Geld. Wenn wir das Ganze über den Reparaturjeep machen lassen, wird er zwar auf einen Schlag auf 100% repariert, aber das kostet fast doppelt so viel. So, das soll jetzt, denke ich mal, erstmal genügen. Wir werden gleich hier mal versuchen, rückwärts reinzufahren, dass wir in den zweiten Schuppen kommen, weil als nächstes bräuchten wir hier oben dann den Düngestreuer. Und dann haben wir das zumindest auch erledigt. So. Schauen, dass ich das hier noch einigermaßen vernünftig reingelenkt bekomme. Aber ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, stellen wir den gerade hier neben die Kontur. Ja, so,
Alles klar. Kuppeln hier ab. So, und dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Wir steigen mal aus. Jetzt ist Feierabend. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.